Eine Zweitmeinung kann mehr Sicherheit geben und Ängste reduzieren. Eine Zweitmeinung ist ein unabhängiges Gutachten über eine Erkrankung. Das heißt, ein Arzt schaut sich nochmal alle Befunde zu einer Erkrankung von einem Patienten an und bewertet die im besten Fall in einem größeren Rahmen, also im Rahmen einer Tumorkonferenz, dass verschiedene Experten sich das mit anschauen und dann wirklich für den individuellen Patienten das beste Therapiekonzept zu erarbeiten. In der Onkologie ist das Besondere, dass das Fach immer spezieller wird und dadurch auch die Behandlung der jeweiligen Krankheit immer spezieller wird. Und deshalb macht die Zweitmeinung in der Onkologie besonders Sinn, weil einfach dann von Expertengremien, die auf die jeweilige Erkrankung spezialisiert sind, das Ganze nochmal beleuchtet werden kann und alle Befunde nochmal gesichtet werden, der Patient gesehen wird und dann nochmal eine zweite Empfehlung zur Therapie der Erkrankung gegeben werden kann. Selbst bezahlen muss der Patient dafür nicht. Das ist eine Kassenleistung. Also bei den gesetzlichen Krankenkassen wird es direkt über die Krankenkasse abgerechnet. Bei den privaten Krankenkassen wird es in der Regel nach einem Antrag bei der Kasse auch finanziert. Und für eine Zweitmeinung braucht der Arzt, der die Zweitmeinung oder der damit beauftragt wird, braucht alle Unterlagen zum Erkrankungsfall, also alle bisher geschriebenen Arztbriefe, alle Befunde von Biopsien, am besten auch alle Bilder, die je gemacht worden sind zu der Erkrankung, um sich da wirklich vollumfänglich nochmal ein Bild der Erkrankung machen zu können und dann wirklich eine gute Empfehlung aussprechen zu können.